Ja, Search for Secrets. Ich versuch's ja irgendwie eigentlich. Man muss einfach in die Wand laufen oder an der Wand entlang laufen. Wie lädt man eigentlich Leben auf? Wahrscheinlich gar nicht. Junge! An der Wand lang laufen, zum Schauen, ob es irgendwas gibt. Alter, wie brutal! Ich bin fast schon wieder fast tot. Junge, Junge, Junge! Ich versuche jetzt schon irgendwie diese Secrets zu finden, denn die Level sind ja offensichtlich zu hart für mich. Okay, hier gibt's uns nichts. Wo lang? Da lang. Nice one. Was bist du eigentlich für ein komischer Gott? Hey, Gott ist tot. Zauber, Gott, keine Ahnung was. Ja, wahrscheinlich ist jetzt eine Tür offen. Junge, Junge. Sonst gibt's hier nichts. Ich höre jetzt schon was.
bist du denn? Bin halb tot. Oder besser gesagt, ganz tot. Okay, da habe ich keine Chance. Junge! Okay. Gegen Schalte. Noch ein Schalte. Ja, genau. Da sterbe ich doch. Was bekomme ich jetzt bitte hier? Das Game ist hart. Mercenary Shoes. Ja, genau. Autsch. Was ist denn hier los? Jesus. Ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bisher jetzt überlebt habe so lange. Okay, von hier komme ich. Ich bin so angespannt. Und das Spiel ist eigentlich gar kein Horrorspiel. Okay, kann man da rübergehen, ist die Frage. Und wo kommen wir eigentlich? Von hier. Da ist der Shelter. Ja, dann geht's wahrscheinlich hier entlang. Gar nicht meinen abzuhauen. Jetzt kommen noch Ratten. Okay. Schafft man doch nicht. Ja.
Okay, okay. Okay. Junge. Ist noch jemand hier? Ich hab keine Ahnung. Was zu essen? Okay, von da komme ich. Requires a key. Die Tür geht auf. Kurz mal rechts lang. Okay, dann gibt's dann die Tür hier. Wir haben einen Key. Und das ist nicht für die Tür. Sondern für welche Tür? Auch nicht für die. Junge, Junge, aber vielleicht gibt es ja hier noch Geheimräume. Okay, jetzt haben wir zwei Keys eigentlich. Die. Aber für welche Tür sind? Ja, das ist jetzt die goldene Key. Level complete library. Gaius und Trebonius. Hills 110. 1 und 5 Secrets nur. Seit 13 Minuten. Target 2 Hits. Schön. Okay, und dann gibt's noch das Aquädukt. Fresh water cleanses the blood of betrayal. A feat of Roman engineering. A testament to the ages. A senator, once architect, stands atop the brick and mortar. These stones will remain long after his name is forgotten. A canal to quench the thirst of civilization runs red with a sweeter taste. Revenge. Revenge. Let's go. Okay, das sieht nach einem ganz anderen Level aus. Kurz mal schauen, ob es hier irgendwo ein Siegel gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Ne? Sagen wir jetzt nicht, wir müssen gegen Ratten kämpfen. Haben wir schon mal ein Schwert? Was uns ziemlich viel bringt.
Tschüss. Auch immer hier Secrets versteckt sein sollen. Junge! Das wird schwierig. Das Level wird schwierig. Das Level wird schwierig. Vor allem, wenn man vorher schon einfach halb tot ist. Weil ich einfach so schlecht spiele. Jetzt habe ich ja jetzt schon ein Problem. Zwei Steinschleudern habe ich bloß. Wie soll das gehen? What the fuck? Soll man da am Anfang ganz durchkommen, ohne Schaden zu nehmen? Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Und irgendwelche Secrets gibt es hier gar noch nicht. Dann verpasse ich irgendwas. Denke mal nicht. Wow! Ich versuch's noch einmal und wenn es dann nicht klappt, dann lassen wir das. Es ist jetzt mega schwierig, dieses Level. Ich bin ja jetzt schon halb tot. Und hab noch nichts gemacht. Noch immer mir überhaupt raten, so viel HP abnehmen können. Nimm doch das Schwert in die Hand! Ja, ich glaube, das war's mit dieser Demo. Das Aquädukt hat mich leider bezwungen,
ziemlich hartes Level. Aber ich muss sagen, das Spiel macht ziemlich Spaß. Das war jetzt die Demo von, wie heißt das Ganze nochmal? Caesar's Revenge. Schaut es euch an, tut es auf die Wishliste von Steam, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, das war's hiermit. Vielen Dank fürs Zuschauen von Caesar's Revenge. Tschüss.